Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um die blaue Mauritius. Die habe ich euch ja letztens in meinem Video gezeigt. Wir fahren gleich zum Lackierer diesbezüglich. Ich habe mir was anderes einfallen lassen zu dem Auto. Ja, ich wollte euch noch was zeigen und zwar, ich feiere das unnormal. M3. Ich liebe es, diesen Sticker anzubringen. Habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht. Ich liebe das so sehr. Ich feiere das unnormal. Das Auto ist jetzt von einem Lackierer zurück. Ist ja aus Belgien. Der eine, Velvet Blue, Individual M3 Cabrio. Ich finde das so krass brutal, wie die aussehen nach der Lackierung. Wenn die neu lackiert sind, so unglaublich. Genauso wie der rote. Da haben wir auch jetzt eine neue Windschutzscheibe eingebaut. Da, original BMW-Teil. Die alte liegt da. Neue Windschutzscheibe eingebaut. Und auch hier, also ich liebe das unnormal, M3. Also ich muss sagen, ich habe schon ein paar geile Autos hier stehen, wenn ich so gucke. M3 Cabrio, M3 Coupé, mein LTW, Replika, ist schon brutal. Wir machen folgendes, wir fahren jetzt zum Lackierer, kommt mit und dann zeige ich euch die blaue Mauritius, wie weit wir mit dem Auto sind und was wir machen. Also, ab geht's. Hallo, was ist das? Heile, ich habe Großbulli, aber alles Fahrer. Oh Gott. Ich habe hier Auto, im Auto habe ich hier eine M-Lippe, Frontspoiler. Und ich habe hier, habe ich auch noch nie bestellt vorher, zum ersten Mal bestellt. Chromring für das Lenkrad. Und, was richtig geil ist, habe ich heute alles bei BMW gekauft. Das ist der beleuchtete Schaltknopf. Werde ich einbauen. Mit so einem Nachzusatz ist das. Für den Kunden habe ich bestellt. Geil, ne? Nagelneu. Ja, mit solchen Dingern habe ich hier im Auto voll und fahre ich rum. Ist jetzt nicht für die blaue Mauritius, sondern für ein anderes Auto. Aber wir fahren mal jetzt zu dem Auto. Denn zu dem Auto habe ich mir was einfallen lassen. Ich habe ja gesagt gehabt im letzten Video, dass ich das Ding den ganzen Vorderwagen lackieren lasse und den Rest ausbeulen lasse. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich entschieden, den komplett zu lackieren. Weil ich habe mir überlegt, wenn der Vorderwagen wie neu ist und der Rest ausgebeult, okay, kriegt er bestimmt hin, der Beulendoktor. Aber das soll schon stimmig sein. Und Schwarz 2 habe ich noch nie lackieren lassen. Das ist ja der tiefste Schwarzton überhaupt. Der müsste so schwarz sein, dass man den nachts gar nicht mehr sieht. Wollte ich einmal komplett lackiert haben, um zu gucken, wie krass das rüberkommt. Deswegen ist der Wagen jetzt beim Lackierer. Wir fahren jetzt dahin und gucken, ob die was gemacht haben. Denn komplett zerlegt ist er schon. Den werde ich komplett neu lackieren. Also mache ich daraus ein Meisterwerk. Ich werde alles neu machen, alle Dichtungen neu, Frontscheibe ab, Heckscheibe ab, alle Dichtungen neu von den Scheiben. Vielleicht mache ich direkt eine neue Windschutzscheibe rein. Ist viel geiler, als jetzt die gebrauchte reinzukleben. Heckscheibe ist mir zu teuer. Die ist auch in der Regel auch fast steinschlagfrei. Dreieckscheibendichtung sowieso alle neu dann. Ich habe auch das Schieber da komplett zerlegt. Mache ich auch alles neu, dichtungsmäßig. Ich werde den nicht auf M-Paket umbauen. Viele haben gesagt, mach M-Paket, bla bla bla, wenn du schon lackierst. Haben ja auch alle recht, aber das macht keinen Sinn. Weil dann kommt der Rest nicht zur Geltung. Weil der Wagen hat original 70.000 gelaufen. Wenn ich jetzt da anfange, M-Paket nachzurüsten mit Sportsitze rein und so, dann sind die 70.000 nichts mehr wert, denn man sieht das nicht mehr. Weil die Sitze sind ja so frisch, dass das alles so ein Einklang ist. Deswegen lasse ich den so, wie er ist und mache kein M-Paket draus, alle Serie komplett lackieren, neue Wagen draus machen. Ich habe da richtig Bock drauf. So Leute, gehen wir zum gucken, was er gemacht hat, der Lackierer. Lässt er alles sperrweit offen. Und dann sind mein Ersatzteil einfach mal weg. Keiner will es gewesen. Guck mal, das ist schon mal die Stoßstange. Das ist schon mal scheiße, dass hier draußen steht. Von der blauen Mauritius. Die wird jetzt schwarz. Mal gucken, wie der aussieht, der Wagen. Oh, jetzt kann er. So Leute, guck mal mit. Guck mal, was wir mit meinem Auto gemacht haben, ja. Ey, was soll das? Wie Schrott. Kollege, ist ein Neuwagen. Er ist komplett zerlegt, der Wagen. Ich habe den komplett zerlegt. Nur die Scheiben müssen jetzt ab. Heckscheibe und Frontscheibe. Und dann habe ich den komplett lackiert. Ja, alles auseinandergenommen. Guck mal, die Tür. Meine Güte, ey. Haben die alles hintergeworfen. Es gibt direkt Ärger. Ich habe auch den Himmel komplett auseinandergenommen. Und den Himmel auch komplett auseinandergenommen. Ich werde den Himmel alles nochmal in neu schwarz beziehen. Finde ich besser. Also das mache ich schon. Interieur sollte schon ein bisschen edler rüberkommen. Deswegen mache ich einen schwarzen Himmel. Aber die Sitze und so, die bleiben alle gleich, weil die Sitze spiegeln ja halt die 70.000 Kilometer. Deswegen kein M-Paket. Und hier kommen auch Schweller dran. Die werde ich lackieren und dran bohren, sage ich mal. Ich habe hier die Schablone dafür. Ja, das wird am Ende ein Neuwagen, wie ein Neuwagen. Haben wir richtig Spaß dran. Deswegen komplett zerlegt. So, hier ist auch alles zerlegt. Nur noch die vier Schrauben, die das festhalten. Ist alles nackig. Perfekt. Also, das passiert mit dem Auto. Wo die alles. Das ganze Auto ist komplett in der ganzen Lackiererei zerstreut. Unglaublich. Meine Güte, ey. Hey, Babe. Bruder. Wie viele Farbkarten hast du gemacht? Hä? Oh, wunderland. Du hast eine Farbkarte, Bruder. Bruder, ohne mehr Katschi. Ob sie dir ein Schwarz? Ja. Das ist immer das leidige Thema vom Lackierer. Guck mal, wie viele Farbkarten es gibt. Unglaublich. Das ist alles die gleiche Farbe, ne? Guck mal, 1, 2, 3. Das ist so krass. 1, 9, 7. Da gibt es einen Schwarzton, den gibt es 10 Mal vielleicht. Und wir müssen
10 Karten fertig machen und 10 Mal ranhalten, um zu gucken, welcher der richtige ist. Das ist krass. Hatte ich auch bei Dakar Gelb gehabt. Da gab es, glaube ich, 4 Farbtöne und wir wussten gar nicht, welche wir nehmen sollten. Da war Gelb-Gelb, Gelb-Blau, Gelb-Rot. Krass. Auf jeden Fall ist das ein leidiges Thema, Lackieren mit Farben. Da sind wir auch jedes Mal am Kämpfen. Da habe ich eigene Farbkarten mittlerweile. Da habe ich wirklich Cosmos Schwarz 3-mal, um zu gucken, welcher der richtige Ton ist. Dakar Gelb habe ich schon erwähnt. Hellrot haben wir auch. Keine Ahnung, was wir alles lackiert haben. Silbertöne haben wir. Arktis Silber. Voll viele Farbtöne, weil es die wirklich... Man muss überlegen, Dakar Gelb wird heute noch produziert und lackiert, wenn man will, auf individual. Und 30 Jahre lang den gleichen Farbton kriegt man nicht. Da gibt es immer irgendeine Mischung. Deswegen wird immer... Also es ist nicht immer Dakar Gelb oder es ist nicht immer Cosmos Schwarz, was schwarz ist. Egal. So viel, genug Philosophie. Jetzt gehen wir rüber zum Gino Casino. Das ist der Chef. Hallo. Chef, der nie arbeitet. Und meine ganzen Teile im ganzen Lackierer zerschreutert. Olem, was habt ihr mit meinen Teilen gemacht? Einer liegt draußen, einer liegt da, einer auf dem Auto steht. Guck mal, der Lackierer. Guck mal, der lackiert nur für Clubsport, ja? Sein größter Kunde. Guck mal, was der für einen Scheiß fährt. Eine Frage an die Community, pass auf. Lieber das Auto fahren oder den GT fahren? Ist die Frage. Machst du das so machen? Ein Monat du, ein Monat ich fahren. Will ich schon alles nächstes Jahr will ich dank Clubsport ein Ferrari fahren. Das wäre mal krass, wenn er Ferrari fahren dürfte oder könnte und ich fahre E36. Schon mal scheiße, Kollege. Steinschlag. Warte. Hey Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's I gotta do? Jetzt bin ich in seinem Büro von diesem dreckigen Lackierer, der alle meine Teile hin und her fliegen lassen hat und trinke Kaffee bei ihm. Okay, den dreckigen Lackierer nehme ich wieder zurück. Okay, ist der Chef. Und das ist der Typ, der immer die Preise erhöht. Genau. Der immer wieder Lackierkosten erhöht. Mittlerweile bin ich schon bei unbezahlbaren Preisen. Ja, an den Preisen können wir leider nicht viel machen, weil alles wird ja teurer. Ja, ich habe ihm geglaubt. Man könnte schon sagen, das ganze Material, Lack, alles kommt aus Ukraine mittlerweile. Ja, Mann, ehrlich. Wenn ich die Briefe nicht gesehen hätte, hätte ich ihn nicht geglaubt, aber es ist unglaublich. Büro. Dank Ekrem haben wir hier auch Zigarren, dank Clubsport. Wieso dank mir? Der investiert so viel in unseren Laden. Dass ich meinen eigenen Laden... Wir expandieren bald. Hier könnte ich mal meine Lieblingspistole einmal vorstellen. Da ist eine Lewis Hamilton Edition. Ich bin auch sehr, sehr großer Fan von Lewis Hamilton. Wann hast du den Wagen fertig? 2 Wochen, gib mir 2 Wochen, mein Freund. Dann ist er wieder komplett fertig. Was mit dem Silbernen ist auch wichtig. Da müssen wir den ganzen Arsch lackieren. Ja, Silberner soll der Bullendoktor erstmal zeigen, was er kann. Mittwoch ist er da. Genau, und dann gucken wir, was wir da machen können. Ja, vielleicht machen wir Folgendes. Du kannst ihn ja erstmal die Teile lackieren. Vielleicht bringe ich den Silbernen nochmal dazu, weil der soll sofort ins Netz. 2 Wochen, ich weiß nicht, schaffst du bestimmt nicht. Ja, du hast den Laden voll. Okay, die Scheiben müssen ab. Wie ist das? Wie war der Kaffee, Herr Kurzlu? Extra von Starbucks. Habt ihr noch nicht getrunken, der ist doch nicht so da. So Leute, ihr wisst Bescheid, das Auto wird komplett lackiert, das ist der Lackierer, der hat mir versprochen, dass er in 2 Wochen fertig ist, aber glaube ich ihm nicht. Von daher, warten wir mal ab und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lässt, abonniert meinen Kanal, like das Video und bis zum nächsten Mal, bye bye. Keep score, 'cause you know that I'ma run it up, run it up.